versuchen im Detail zu klären, ob da was geändert werden kann in Ihrem Sinne. Das Problem ist völlig, da haben Sie völlig recht, das ist absurd. Ja. Dankeschön, Silvia Löhrmann. Gibt es weitere Fragen? Der Herr hat sich hier vorne gemeldet, Harald. Ja, eine Frage hat mit der Schulpolitik zu tun. Die Grünen sind doch eigentlich auch eine Bürgerrechtspartei, die der SPD schon mal Grenzen setzt. Und ich mache mir so speziell seit letzter Woche noch Sorgen, dass der Innenminister in Nordrhein-Westfalen also blindwütig das eigentlich Karikaturen verbietet, obwohl dass er auch ein Recht ist, genauso wie es das Recht gibt, die Religion auszuüben, Moscheen zu bauen und so weiter, wie es das Recht gibt, sich ohne Waffen zu versammeln und so weiter. Und dabei müsste er auch noch wissen, dass er vor Gericht ständig scheitern wird. Und das ist eigentlich blind, dass man in eine Situation reinläuft, wo man vor Gericht ständig scheitert. Es gibt Nazis, die geben sich bei Demonstrationen Jagd und Leute ab und trotzdem würden sie demonstrieren und Leute, die sich nicht versammeln. Man muss ihnen natürlich zustimmen, aber die Ausübung von Rechten ist auch gerade dann spannend, wenn es provoziert. Außerdem meine ich, was kommt denn als nächstes? Offenbar können ja die Salafisten definieren, was provoziert werden. Minirücken verboten, Sparschweine, Alkohol in der Öffentlichkeit und wie soll das weitergehen? Ja, ich sage Ihnen, wie wir da herangehen wollen und man muss aber dazu sagen, ich selber bin aus Solingen und habe am 1. Mai in Solingen miterlebt, das war ja eine der ersten Eskalationen, die da stattgefunden hat. Und das Bemühen des Innenministers und auch der Polizei vor Ort Gewalttätigkeiten zu verhindern, das muss an erster Stelle stehen und das ist auch wichtig. Was die Grundrechte angeht, da stimme ich Ihnen zu. Wir lösen das Problem des Extremismus, auf welcher Seite auch immer, das lösen wir nicht so einfach mit Verboten. Deswegen müssen wir als Zivilgesellschaft aber aufstehen und deutlich machen, wir wollen weder pro-NRW und Rechtsradikale, die wollen wir nicht, und wir wollen aber natürlich auch keine extreme Religion, egal welcher Religion, jede fundamentalistische Religion, die ihre Ansätze über die Verfassung stellt und über die Grundrechte stellt, mit denen müssen wir uns kritisch auseinandersetzen. Das sage ich wirklich ausdrücklich in alle Richtungen. Das Perfide, was ja aufzugehen scheint, und ich glaube, das wollte der Innenminister verhindern, das Perfide, was aufzugehen scheint, ist, dass pro-NRW provoziert durch diese Karikaturen und dann extreme Salafisten das nutzen, um den Staat wiederum zu provozieren, dass er sagt, aha, guckt mal, uns behandeln sie nicht gleich. Obwohl die Salafisten eben nicht für die Muslime stehen, das müssen wir ganz, ganz deutlich machen, um nicht den Keil treiben zu lassen in unsere Integrationspolitik und in unsere Grundrechte. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Der Cem Özdemir, der war mit in Solingen, wir haben die Familie Gensch besucht, die Familie, die ja Opfer des schrecklichen Brandanschlages in Solingen geworden ist. Und der Cem Özdemir hat ganz deutlich gesagt, die Salafisten greifen ja im Grunde die Muslime an, dafür, dass sie nicht eine absurde Ausprägung des Glaubens pflegen. Also das ist Radikalität in einer Art und Weise und damit müssen wir uns kritisch auseinandersetzen. Und dafür sagen die Grünen, wir schaffen den islamischen Religionsunterricht, auch eine ganz andere dicke Baustelle, die ich beackert habe, damit wir auch wie evangelischen, katholischen, jüdischen, alevitischen, auch muslimischen Religionsunterricht in unseren Schulen haben, von in Deutschland ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern in deutscher Sprache, damit wir eben den zugewanderten Kindern, das sind 320.000 in Nordrhein-Westfalen, damit die auch ordentlich ihren Unterricht in unseren Schulen haben und nicht Extremisten sozusagen auf den Leim gehen. Das ist auch ein Beitrag zur Integration und zur Ausprägung der Grundrechte. Also ich glaube, im Grundsatz sind wir da d'accord. Gott sei Dank ist gestern oder vorgestern in Köln die Demonstration nicht wieder eskaliert. Und das ist das Interesse der Polizei, daran mitzuwirken. Und da finde ich, sind wir unseren Polizistinnen und Polizisten auch dankbar, dass sie das diesmal geschafft haben. Sagt die stellvertretende Ministerpräsidentin und bitte? In Aachen auch. In Aachen auch. Es ist auch deeskalierend behandelt worden. Das ist gut so. Gibt es eine weitere Frage? Bitte schön. Ja, ich habe mal eine Frage. Warum gibt es hier in Aachen zu wenig behindertengerechte Wohnungen? Ich wohne in einer Singlefamilienwohnung. Ich bin dann mal im Jahr. Ich
Stadt Aachen hat einigermaßen eingelenkt. Ich habe zwar eine Wohnfläche, die hat 95 Quadratmeter, sind kleine Wohnungen. Woran liegt das jetzt? Macht man für Behinderte nicht mehr? Wohnungsfragen in Aachen? Also landesweit sind wir dabei, so wie beim Thema Schule und Inklusion, einen landesweiten Landesintegrationsplan auszuarbeiten. Das macht der Kollege Guntram Schneider, der ist dafür federführend. Dieser Plan ist sozusagen weitestgehend abgestimmt und damit setzen wir auf Landesebene wieder den Rahmen und die Kommunen müssen es ausgestalten. Und die Barbara Steffens, unsere Frauen-, Emanzipations- und Pflege- und Alterministerin, die hat beim Thema Quartiersmanagement Ansätze vorbereitet, die auch in den Kommunen dann ausgestaltet werden sollen, damit man den Wunsch von Menschen mit Behinderungen, aber auch dem Wunsch von alten Menschen gerecht werden kann, die nicht in ein Heim wollen, sondern die selbstbestimmt im Quartier leben wollen. Da sind wir erst am Anfang, das ist eine Riesenaufgabe, ein Riesenthema, aber das steht bei uns auch sozusagen auf dem politischen Programm, dass wir da was machen müssen. Was jetzt genau in Aachen ist, das macht die Kollegin Schmidt-Promny, weil die das wissen kann und ich nicht. Ich würde da gerne gleich weitermachen. Das, was Silvia Löhrmann beschreibt, das Quartiersdenken, das ist in Aachen auf dem Weg. Es gibt Organisationen, der Verein für Körper- und Mehrfachbehinderte, die Lebenshilfe, die arbeiten genau an den Fragestellungen in verschiedenen Vierteln der Stadt und sprechen dabei auch alle Anwohner an, denn es ist nicht nur eine Frage der Menschen mit Behinderung, es ist eine Frage, die uns alle betrifft, die dazu beiträgt, dass wir uns in unseren Köpfen verändern und dass Teilhabe von Menschen mit Behinderung besser funktionieren kann. Also das ist ein wichtiger Punkt. Wir sprechen gleich nochmal, denke ich mir, in dem direkten Gespräch. Wenn ich das richtig einschätze, wohnen Sie in einem Stadtteil, wo wir im Moment besondere Probleme haben. Wir haben besondere Probleme mit einem Eigentümer, mit einer Eigentümergesellschaft, mit einer Gesellschaft, die sich ihrer sozialen Verantwortung für Wohnungen, die sie vermietet, nicht stellt. Wir haben es doch mit einer Heuschrecke zu tun. Das ist empörend und wir versuchen das, was wir als Kommune können, da auch zu machen. Und perspektivisch wollen wir mit unserem städtischen Wohnungsbauunternehmen, das ist die GEWOG, auch weiter Sozialwohnungen so entwickeln, so bauen, dass solche Fragestellungen, wie sie zurzeit erleben, wirklich nicht mehr sein dürfen. Dankeschön, Karin Schmidt-Promny. Wenn Sie noch einen kleinen Moment bei uns bleiben, wird sie gleich zu Ihnen kommen. Kommt jetzt zu Ihnen, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Und wir haben Gelegenheit, wenn Sie noch weitere Fragen haben, die von hier oben zu beantworten. Der Kollege hat sich nochmal gemeldet. Bitte schön. Ja, könnte Frau Lührmann noch mal was zum geplanten Kohlekraftwerk Niederaußem sagen? Also auch zum Restbestand vom Hambacher Bock vielleicht auch. Also meines Wissens ist das so, dass wir 5 Kohlekraftwerke im Bau haben, wo die Grundentscheidungen auch schon getroffen waren, bevor wir 2010 im Juli in die Regierung gekommen sind. Daran können wir dann nichts mehr ändern. Wenn es beschlossen ist, ist es beschlossen. Daneben, und das ist die erfreulichere Entwicklung, sind aber auch 7 hochmoderne Gaskraftwerke im Bau. Das ist ein fossiler Energieträger, wo wir sagen, das ist okay. Und, das habe ich ja eben schon gesagt, wir müssen eben jetzt die Weichen richtig stellen, damit es nicht zu einem weiteren Zubau von neuen Kohlekraftwerken kommt. Und das müssen wir mit dem Klimaschutzgesetz machen. Und in diesem Klimaschutzgesetz muss auch sozusagen Vorgaben, Benchmarks gesetzt werden, die dann gelten und innerhalb dessen dann die Unternehmen ihre Entscheidungen treffen müssen. Und unsere Priorität ist ganz klar, erneuerbare Blockheizkraftwerke, Kraft-Wärme-Kopplung in den Regionen besonders einfach, wo sozusagen dicht besiedelte Gebäude sind, weil man dann Strom erzeugt und gleichzeitig Wärme erzeugt und die Wärme genutzt werden kann für die Wohnungen. Das ist effizient, das ist effektiv, das ist modern und zukunftsfähig und nicht die alte Clemensche Kohlepolitik aus dem letzten Jahrhundert, kann man in dem Fall ja sogar sagen. Und ich finde ja ganz spannend, dass Herr Clement die FDP berät, die ja mit neuem Denken werben will, die aber sich den Kohle-Clement sozusagen mit an Bord geholt hat. Dafür stehen wir nicht. Und je stärker die Grünen sind, umso besser werden die Weichen genau in diese Richtung gestellt. Und das Kohlegehen, was ja auch bei dem einen oder anderen Sozialdemokraten noch vorhanden ist, wird dann einigermaßen in Schach gehalten. Also vielleicht überlegen Sie sich das nochmal mit Ihrer Zweitstimme, weil Sie ja über die Landespolitik entscheiden. Herzlichen Dank, Silvia Löhrmann.
wirbt für die Zweitstimme und wir werben hier gemeinsam natürlich auch für die Erststimme. Beide Stimmen grün am kommenden Sonntag ist unser Ziel, so stark wie möglich, damit wir mit der SPD eine vernünftige rot-grüne, grün-rote Regierung bauen können. Harald Schwalber hat das Mikrofon und Sie haben das Wort, wenn Sie es wünschen. Melden Sie sich bitte, der Mann kommt zu Ihnen mit dem Mikrofon und Sie können die Frage, die Sie immer schon mal stellen wollten, an dieser Stelle jedenfalls loswerden. Sie kriegen sie, Sie merken und hören das ja die ganze Zeit zum Teil schon, auch beantwortet. Das ist natürlich nicht immer so super unterhaltsam, wenn man dann sachlich antwortet, aber wir hoffen auf die Art, vernünftig mit Ihnen an diesem Punkt jeweils in Aachen ins Gespräch zu kommen. Die, die das Tag und Nacht vor Ort machen, außer wenn sie nachts schlafen, ne? Werner dann nicht, aber die sind natürlich für Sie immer erreichbar, also telefonisch, mal nachfragen, öffentliche Fraktionssitzungen des der Ratsfraktion, nehme ich an, ist bei euch genauso wie bei uns zu Hause, die Grünen sind da relativ offen in diesem Punkt und bieten das schon seit vielen Jahren an. Übrigens auch Landtagssitzungen sind seit Jahren öffentlich. Nicht, dass Sie einer Truppe glauben, die meint, das muss jetzt alles transparent werden. Das ist Quatsch. Das ist schon lange transparent. Wir sind lange an Deck. Wir müssen nicht mehr entern. Bitte schön, die nächste Frage. So, Ihre Politik gegen Umwelt, das gefällt mir schon. Das sage ich zuerst. Aber ich bin auch Ausländerin hier. Ich fühle mich irgendwie ein bisschen diskriminiert. Warum, wenn Sie mich fragen, immer kriege ich Absagen, beruflich. Ich kann nicht weiterkommen. Ich kann keine Karriere machen. Warum? In dieser Gesellschaft, obwohl ich deutsche Bürgerin bin und schon lange hier lebe. Warum? Ja, das ist ein gutes Stichwort, weil wir auch da etwas angefangen haben in den 20 Monaten, was wir jetzt auswerten und überlegen müssen, wie wir damit umgehen. Weil wir stellen ja nicht die Menschen ein, sondern die Menschen werden von Unternehmen eingestellt. Und wir haben um diesem Thema, da liest jemand einen Lebenslauf und sieht, dass sie einen Migrationshintergrund haben und denkt, naja, die Frau kann das vielleicht nicht so gut und setzt sich gar nicht mit ihren Qualitäten auseinander. Darum gibt es einen Pilotversuch, anonymisierte Bewerbung, und man hat herausgefunden in der Studie, dass das unheimlich gut ist, weil dann nämlich die Diskriminierung von Frauen, die spielt da riesig noch nach wie vor eine große Rolle, und die Diskriminierung von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte offenkundig geworden ist. Wir müssen das jetzt auswerten und überlegen, wie wir das in die Fläche kriegen, damit genau das nicht stattfindet. Weil niemand, das steht im Grundgesetz, niemand aufgrund seiner Rasse, seines Geschlechts, seines Glaubens, bin ich wieder bei dem anderen Thema, und seiner sexuellen Orientierung diskriminiert werden darf. Es gibt aber auch Ombudsstellen, da können Sie sich dran wenden. Und es gibt neu, das haben wir schon beschlossen, das kommt aber jetzt auch erst in Gang, es gibt neu die sogenannten kommunalen Integrationszentren. Das sind die ehemaligen regionalen Arbeitsstellen zur Förderung von Kindern und mit Zuwanderungsgeschichte. Die werden ausgeweitet mit ihrem Aufgabenspektrum. Es geht nicht mehr nur um Bildung. Bildungsaufstieg ist natürlich auch ganz wichtig. Sondern es geht auch darum, wird jemand aufgrund seiner Herkunft diskriminiert, und dann muss vor Ort geguckt werden, wie kann geholfen werden. Gibt es so eine Stelle demnächst in Aachen auch, Karin Schmidt-Romny? Ja, wir haben schon eine ganz aktive, apropos heißt das ja RAA, wir haben einen Integrationsrat im Stadtrat, und da werden die Fragestellungen auch behandelt. Aber ich denke auch bei der Frage, das sind genau die Maßnahmen, die wir machen müssen. Es hat ein Gesetz gegeben in Ostnordrhein-Westfalen, fälliger Ebene. Aber genau wie bei der Frage der Integration von Menschen mit Behinderung müssen wir auch viel Öffentlichkeitsarbeit machen. Wir müssen werben dafür, dass eine Geschichte wie die Ihre keine Zukunft mehr hat. Wir brauchen die Veränderung in unserer aller Köpfe, damit dieses Aussortieren von Menschen ein Ende hat. Und das ist auch nicht von heute auf morgen. Ich glaube, das ist ein Prozess, an dem wir uns alle aktiv beteiligen müssen. Dankeschön, Karin Schmidt-Romny. Meine Damen und Herren, wir müssen einen Blick auf die Uhr werfen. Es ist 11:55. Wir müssen pünktlich 11:30 den Platz verlassen. Es gibt eine letzte Frage. Wo ist sie? Wer hat sich gemeldet? Sie haben sich gemeldet. Ja, wir brauchen dann auch eine Übersetzung. Das wäre nett, wie das eben war. Das war prima, weil dann verstehen wir die Frage auch. Ich habe gesehen, dass hier auch einige alte Menschen vor Ort sind. Und wollte mal fragen, also in Deutschland fehlt irgendwie ein Antidiskriminierungsgesetz. In Amerika gibt es das ja schon, aber hier gibt es das noch nicht. Und da wollte ich mich mal nach dem Grund dafür abholen. Antidiskriminierungsgesetz? Also es gibt ein Antidiskriminierungsgesetz,
Das haben die Grünen, und zwar ist das vorgegeben durch eine europäische Richtlinie, und die haben die Grünen auch umgesetzt und haben sich da ziemlich stark für gemacht, auch gegen Teile der SPD, die das so nicht wollten, die wieder gesagt haben, das ist Bürokratie. Ich finde immer, man sollte nicht von Bürokratie sprechen, wenn Verwaltung dazu beitragen soll, dass Menschen ihre Rechte vermittelt bekommen. Da sollten wir uns gar nicht hier einschüchtern lassen. Man braucht gute Verwaltung, damit es gute Gesetze und gute Administration gibt. Und das dient den Menschen. Natürlich darf sich keine Bürokratie verselbstständigen und darf nicht überbordend sein, aber Verwaltung ist wichtig, um Grundrechte durchzusetzen. Und es gibt ein Antidiskriminierungsgesetz, was das Thema ältere Menschen angeht, ist das eine Frage, die natürlich wächst, die mehr wird, weil wir immer älter werden als Gesellschaft. Und dafür hat, wie gesagt, Barbara Steffens in ihrem Ministerium Ansätze ausgearbeitet, die jetzt auch beteiligungsorientiert natürlich ausgearbeitet mit den entsprechenden Verbänden und will das zügig auf den Weg bringen. Und es ist, glaube ich, das erste Mal auch, dass es ein Ministerium gibt, bei dem das Thema Alte im Ministeriumsnamen auftaucht. Also Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter, das ist ein eigenes Ministerium, was es durch die Grünen so gibt, mit dem Ziel, sich um die Belange der Menschen zu kümmern, damit sie selbstbestimmt teilhaben können an der Gesellschaft und am öffentlichen Leben. Sagt unsere Spitzenkandidatin Sylvia Lörmann, stellvertretende Ministerpräsidentin, leicht angeschlagene Stimme, aber wir müssen noch ein bisschen durchhalten, weil ja bis zum 13. Mai, 18 Uhr, wird gewahlkämpft. Am Sonntag mit etwas weniger Speed als bis Samstagabend, das ist klar. Aber es gibt eine Aktion, die Sie nutzen können und sollten, wenn Sie möchten. 3 Tage wach heißt diese Aktion. 72 Stunden lang von Freitagabend, 18 Uhr, bis Sonntagabend, 17.59 Uhr. Wobei, wenn Sie dann um 18 Uhr die Frage beantwortet bekommen haben, es war lokal zu. Also lieber vorher fragen. Die Grünen haben eine Aktion 3 Tage wach. Sie können online Fragen stellen, also über ihre Rechner. Das machen wir übrigens schon seit vielen Jahren, muss ich jetzt verraten. Ja? Nicht, dass einer denkt, oh, ist denen auch mal was eingefallen, die Grünen. Das machen die Grünen schon seit Jahrzehnten, möchte ich sagen. Also mindestens so lange, wie wir mit dem Computer schon arbeiten. Und diese Aktion findet auch bei dieser Wahl wieder statt, nämlich 3 Tage wach. Also online nachfragen. Sie kriegen rund um die Uhr Antworten. Das ist das Besondere. Nachts auch. Auch Aachener Expertinnen und Experten bieten diesen Service sozusagen an. Also wenn Sie wollen, fragen Sie abends spät nach. Sie kriegen auch abends spät oder sogar nachts eine Antwort. Rund um die Uhr, 3 Tage wach. Die wechseln sich natürlich ab. Nicht, dass Sie denken, wir machen da unmenschliche Dinge, sondern die wechseln sich ab. Andere schlafen, andere arbeiten, sodass also alle Ihre Fragen online beantwortet werden. Die Internetadresse finden Sie auf unserer Homepage www.grüne-nrw.de und das ist unser Angebot für die, die im Internet zu Hause sind und die anderen, die ab und zu mal reingucken, können das natürlich auch nutzen. Die, die hier auf der Straße waren, bei denen bedanken wir uns ganz besonders herzlich heute Mittag. Es ist jetzt Punkt 11 Uhr und 29 Minuten auf meiner Uhr, auf deiner auch. Sylvia Lörmann muss jetzt weiter, unsere Spitzenkandidatin hat ein volles Programm bis zum Sonntag und danach geht es erst richtig los, wenn Sie richtig entschieden haben, nämlich mit der Zweitstimme für die Grünen, mit der Erststimme hier an Ihre Kandidatin, mit der Zweitstimme für die Grünen. Die Zweitstimme entscheidet über die Machtverhältnisse im Landtag. Nicht verwirren lassen. Das klingt zwar komisch, Zweitstimme, als ob es nicht so wichtig wäre. Das ist die Stimme, die sozusagen über die Machtverhältnisse im Landtag, über die Kraftverhältnisse im Landtag entscheidet. Und Hannelore Kraft und Sylvia Lörmann haben gemeinsam 2 Jahre lang eine Regierung geführt in Nordrhein-Westfalen und wollen das gemeinsam weiter tun. Und starke Grüne helfen einer SPD in eine rot-grüne Regierung und umgekehrt. Starke Grüne helfen vor allem grüner Politik zum Durchbruch. Und das brauchen wir für Nordrhein-Westfalen, damit wir an der Stelle gemeinsam auch übrigens nach Berlin ein Signal setzen. Da hat der Röttgen dann ja ein bisschen recht. Je stärker Rot-Grün, Grüne und Rote in Nordrhein-Westfalen gemeinsam die nächste Regierung bilden, desto schwerer wird es für Frau Merkel im Bundesrat, das, was sie uns in ihrer Weise vorschlägt, durchzusetzen. An dem Punkt sind wir jetzt angekommen. Ich bedanke mich nochmal sehr herzlich bei Karin Schmidt-Promny, Horst-Dieter Heidenreich, Werner Krickel und vor allem bei Sylvia Lörmann, unserer Spitzenkandidatin in Nordrhein-Westfalen, stellvertretende Ministerpräsidentin, und ich hoffe, du bleibst das auch nach dem Montag. Sie haben dazu Gelegenheit, das zu entscheiden. Zweitstimme Grün. Sag mal eine Aktion. Ja, Zweitstimme ist Lörmann-Stimme. Wir wollen Sylvia Lörmann als Bildungsministerin, als Schulministerin behalten. Unterstützen Sie uns bitte. Uns in Aachen können Sie auch noch bis Samstagsabend spät sprechen. Wir sind mit einem grünen Sofa auf dem Markt.
Kommen Sie vorbei, sprechen Sie mit uns. Wir suchen das Gespräch mit Ihnen. Wir brauchen Ihre Unterstützung. Zweitstimme Grün. Karin Schmidt-Pomni, herzlichen Dank und Ihnen ein schönes Restwoche und einen guten